So, kein René Donclot. Tagebuch öffnen. Ah. Du hast die Pforte zum Tempel der Zeit untersucht, erschien Rauru, der ehemalige Besitzer deines rechten Arms. Vor ihm zu folgen, musst du die Kräfte des Arms wiedererlangen, um die Pforte zu öffnen. Die spiralförmigen Lichter führen dich zu den Schreien, die dir dieses Unterfangen ermöglichen. Und dann nicht verfügbar. Karte. Okay. Oh, das sind die Bilder, was sie gemacht hat. Mega nice. Sind wir gerade, ich muss da was heller stellen. So. Bei mir ist das Ganze ein bisschen dunkel. Auf dem Bildschirm, was ich habe. So. Jetzt seht ihr auch mehr. Ja, das ist noch nicht verfügbar. Nice. Ja, dann besuchen wir mal diese Schreine. Wo gibt's die denn? Da oben ist einer. Da drüben ist einer. Ja, gehen wir einfach mal linear dorthin, der was als erstes angezeigt wird und am nächsten ist. Ohne dass wir sterben. Was, der Typ? Das war Rauru. Oder was meinst du? Dieser... Vielleicht war das auch deine Abwandlung ähnelt. Kann ja auch sein. Ja, du willst fighten, du willst fighten. Ja, jetzt bist du genug. Er kann unendlich die Luft anhalten, ja? Das wissen wir schon. Link kann unendlich die Luft anhalten. So, wir sind Sprinten schon gewesen mit B. Spurtling. Ich noch nicht rüber. Oh, was ist denn das? Aha, da ist eine Verbindung. Uko Ufo schreien. Für mich sieht das aus, ja? Er klingt so nach René. Der hat auch in Breath of the Wild gesprochen, wirklich. Also für mich sieht das aus, ja. Nicht, dass ich da jetzt da irgendwie vorbestimmt bin bei diesen Sachen, ja. Aber das sieht aus wie eine Kartoffel mit zwei Armen und Stäbchen. Wenn man das einmal sieht, dann sieht man das immer. Das ist eine fucking Kartoffel. Schauen, was die uns zu bieten hat. Mummels ist Pommes. Ah. Da kommen wir jetzt in den Schrein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da einen Tempel betreten. Also so tempelmäßig. Oder ob es halt so wie die Schreine in Breath of the Wild wären.
schaut eher aus wie ein Schrein in Breath of the Wild. Ah. Da bist du also. Ja, hier bin ich, hi. Ich will meine liebe Stimme rausholen. Ja, Moment. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du einen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Hm. Wohlan. Strecke deinen rechten Arm aus. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte. Ich hab da ernsthafte ethische Bedenken, das zu machen, ja? Ich möchte das anmerken. Ich habe ernsthafte Bedenken, das zu machen. Diese Aufforderung, ich weiß nicht, ob ich danach kommen will. Okay. Ich bin beruhigt, dass er es so gemacht hat gerade. Ich bin echt beruhigt, dass er das gerade so gemacht hat. Ich hatte kurz ernsthafte Sorgen, dass das jetzt was anderes wird. Oh, wir können mehr Effekte. 6 Effekte können wir lernen. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einen anderen Gegenstand befestigen. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Er hat gesagt, wir sollen unseren rechten Arm ausstrecken. Das hat vielleicht ein bisschen im deutschsprachigen Raum Probleme gegeben damit. Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer die Frage. Oh Gott, wir können craften! Das ist das. Darauf haben wir gefreut, wie ich das gesehen habe. Ah, ich bin so gehypt gewesen. Wenn du mit Hilfe der Kraft das Innerste des Schreins erreichst, dann wird sie fort an dir gehören. Okay. Armkraft. Das auf dem Boden. Was haben wir denn noch für Sachen dabei? Was haben wir so lustige Sachen dabei? Lustige Sachen. Kann ich? Oh, ich habe eine Idee. Weiß nicht, ob das geht, aber... Das greifen wir. Oh. Das geht nicht. Ich habe gedacht, es geht. Wenn ich das zumindest da irgendwie so... Da müssen wir noch ein bisschen basteln, glaube ich. Vielleicht ist das noch nicht ganz so die Fähigkeit, mit der man Waffen machen kann. Vertikal drehen. Oh. Nice, okay. Huh.
Genau, so will ich das haben. Ob das so gelöst werden sollte, ich weiß nicht. Ich glaube, wir hätten es einfach der Länge nach machen sollen. Es ist schon 12? Legend of Zelda hast du nie so getraut zu spielen. Da sind ja oft Rätsel und da bin ich einfach viel zu schlecht in Rätseln. Es gibt Zelda-Spiele, die halt extrem heftig sind mit Rätseln. Oh mein Gott, was kann ich denn hier bauen? Keine Ahnung, was da passiert, aber ich will alles machen. Oh nein, ich habe eine bessere Idee. Heften wir genau hier ran. Jetzt nehmen wir das. Oh ja. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, runter. Das hängen wir jetzt da rauf. Nimm ich mit? Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin ganz hin und weg. Oh. Ist das was mit seiner Frau? Sag ihm Lob dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und jetzt haben wir diese Kraft dauerhaft. Unser Cyborg-Arm. Ich fasse es noch immer, dass wir ein Cyborg sind. Das flasht mir noch immer irgendwie. Segenslicht. Ein Kristall des Herrn Lichtes, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte. Strahlt einen angenehmen natürlichen Licht aus. Macht sich gut in Inneneinrichtungen und im Wohnzimmer an Decken leuchten. Möge das Segenslicht dir die Kraft schenken. Ja, ja. Ich schenke mir sicher Kraft. Okay. Schon wieder so ein halber Stargate. Nice. Also das mit den Zusammenschmelzen, muss ich sagen, ja. Oh, da ist er wieder. Oh. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du deine eine Fähigkeit zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Hm. Dreh dich um und markiere die Schreine, die du entdeckt hast. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Verwende dazu das Fernglas des Harubats. Ja. Markieren, drücken. Haben wir noch irgendeine Schreine entdeckt? Den, wo wir stehen, natürlich. Aber ich habe sonst keine Schreine noch entdeckt. Nur den da hinten. Da drin kann ich basteln. Da kann ich runterrutschen. Da bleibt einfach der Atem weg. Eine Brücke bauen. Aber warum soll ich da runtergehen? Weil da hinten auch ein Schrein ist. Ich hab's entdeckt. Hup.
Irgendwann ist das Wasser einfach zu seicht. Ich sehe es schon. Irgendwann kommen wir da einfach in so seichtes Gebiet. Oh. Halsbogen. Gedrückt halten, loslassen. Okay. Und ein Halspfeil. Ich sehe da Potenzial. Ja. Wiggeln, dann löst sie es. Lieb's einfach. Kann da halt richtig. Das ist genauso etwas, was halt so zum Verhängnis werden kann im Spiel. Einfach diese Funktion. Aufdrehen. Es ist halt viel zu groß, es wird nicht funktionieren, aber ich will es einfach machen. Du gehst mir nicht flöten. Nein, 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 nein. Komm. Lass dich aufdrehen. Ich möchte, dass ein Kunstwerk hier funktioniert. Dazu muss ich den ein bisschen anders bauen. So. Ja. So wollte ich das. Jetzt kann ich hier schön aussteigen. Ich lieb's. Ich kann's. Was ist denn das? Oh. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir rumtragen, nur anzünden musst du es noch irgendwie selbst.
Den Blick nach vorn richten, immer gerade drauf zu. Verzeihung, ich war gerade ganz tief mit meiner Holzfällerarbeit. Bist du auch gekommen, um Bäume zu fällen? Bäume fällen. Wenn du Bäume fällt, wenn man Bäume fällt, erhält man Baumstämme. Baumstämme wiederum können mit größeren Konstruktionen kombiniert und zu Feuerholz weiter zerkleinert werden. Aha. Für Baumstämme gibt es viele Verwendungen. Da komme ich täglich her, um Bäume zu fällen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, sie in die beabsichtigte Richtung fallen zu lassen. Daher sage ich immer vor, wie es geht. Den Blick nach vorn richten, immer gerade drauf zu. Wenn du auch Bäume... Ja gut, die Axt habe ich jetzt. Wer ist denn das? Ah. Noch immer arbeiten sie unermüdlich. Ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihre Aufgaben nachgehen. So ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Ich sehe Potenzial für eine Piratenkuh, ja? Damit können wir schon was anfangen. Nur... Moment. Eine Waffentasche ist schon wieder voll. Moment. Wie waren das noch? Was für eine Taste werfe ich denn? Ah, nochmal drücken. Das ist quasi unser Lenker. Ich glaube, ich sollte eher eine Brücke bauen. Deswegen müssen wir das abwickeln. Dann wickeln wir den auch ab. Den wickeln wir auch ab. Bitte, da ist eine Brücke. Easy. Oh, hier ist auch so eine. Was ist denn für eine Box? Okay. Wo war denn jetzt der Schrein? Da ist schon wieder diese Vögel.
Ah, da hinten irgendwo. Verteidigung notwendig. Da gehe ich rein, wo Verteidigung notwendig. Eine Ausdauerknolle. Hinten nehmen wir mehr Gegenstände. Und mir kann ich kochen. Was ist mit der Aufmerksamkeit? Ja, ja. Aber hier gibt's was zu essen. Nein, ich möchte nicht warten. Ich möchte kochen. Und zwar muss ich dafür Sachen in die Hand nehmen. Das nehmen wir in die Hand, das nehmen wir in die Hand und davon nehmen wir noch welche in die Hand. Schauen wir mal, was rauskommt. Ausdauerdampfpilz. Nice. Ich glaube, die beiden sind dann noch entfernt. Nein! Weg damit, einfach wegkotzen. Beim Häuschen ist der richtige Ausdruck, weil wir ja quasi... noch... nehmen wir noch mal ein Schwert auf. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh nein, oh nein. Wo ist denn mein Freund? Ja, ich kann dich sehen. Du bist ein Krog, also ein Waldgeist. Und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Oh. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal senden. Das sollte ich mich beeilen und zu ihm stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Du kommst mit. Machen wir's so. Ich weiß, was ich jetzt mache. Was ich mache, wirkt vielleicht grausam, aber wenn mir das Spiel die Möglichkeit gibt, dann muss ich es doch machen. Naja, da war doch nicht so. Ich krieg mich nicht ein. Ah, Moment, wir müssen noch was anbinden. Wir brauchen noch einen Baumstamm. Den können wir da auch safe rüber, ja? Ein Krogwedel. Es ist einfach zu gut. Yeah.
Das ist ein bisschen eng ansetzen, aber auch drauf springen kann. So. Und jetzt müssen wir noch mit diesem Krockwedel. Was haben wir das denn? Ein selbes Blatt, das aussieht, als verstecke sich jemand dahinter. Es besitzt medizinische Eigenschaften und dient an einen Stock oder ähnlichen zu bef... Ich verstehe nicht, wie das funktioniert mit den Waffen. Jetzt habe ich hier einen Stock. Sein, dass es noch irgendwie eine Fähigkeit ist, die ich bekommen muss. Verwirrt mich halt voll. Ja, wir haben jetzt zumindest das Krogboot, ja? Diese müssen wir anschieben. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jeden Augenblick geht's los. Verdammt! Jetzt geht's los. Jeden Tag. Oder vielleicht doch. Wir machen es so. Ich möchte jetzt einfach nur das Krogblatt nehmen. Ich glaube, wir sind hinten zu schwer. Sage, wir sind hinten zu schwer.